Ja, die sind tatsächlich nur zu zweit. Toll. Ich wünschte, ich könnte Bruno helfen. Er sieht so hungrig aus. Hat jemand etwas Nahrung übrig? Ich muss etwas essen. Ja, dann koch halt noch mal was. Ach, ist das furchtbar. Mein Gott, ich sehe schon, wir werden nicht alt werden. Wir werden eindeutig nicht alt werden hier. Vor allem, der hat jetzt natürlich auch die... Nein, das war falsch. Die Rohstoffe nicht mitgebracht. Wir haben auch kein Gemüse. Das heißt, wir können auch nicht mal diese zwei Portionen kochen. Wir können im Prinzip wirklich gar nichts machen. Dann mach mal Essen. Der schläft. Oh, nee, 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 nee. Schlaf, schlaf, schlaf weiter, schlaf weiter. Und du kannst jetzt mal essen. Dann gucken wir nochmal, was das Radio sagt. Und dann hoffen wir, dass der zurückkommt. Ach, hier steht ein Panzer. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist auch immer noch nicht. Das ist jetzt echt übel. Hast schon eine ganze Weile nicht geschlafen? Ja, du hörst jetzt kurz Radio und dann kannst du schlafen gehen. Versprochen. Ach, Mist. Das ist irgendwie alles nicht so optimal gelaufen. Vor allen Dingen kommt davon wegen Tauschhändler und... Ach, er ist zurückgekehrt. Sehr schön. Aber jetzt hören wir erstmal Radio. Was gibt's denn Neues? Ja, das ist immer noch derselbe Wetterbericht. Die haben da vermutlich auch gar keinen mehr sitzen, der irgendwie den Wetterbericht spricht oder sowas. Plünderbanden. Als ob der Krieg nicht schon schlimm genug wäre, steigt die Kriminalität in Pogoren an. Es gibt Berichte von bewaffneten Angriffen und Überfällen. Oh nein, das wird eine Katastrophe. Gut, dann geh du mal bitte schlafen. Hallo, ich bin wieder da und in einem Stück, wenn auch etwas müde. Und leicht verletzt hat er sich auch noch. Warte mal, bevor du schlafen gehst, koch ihm bitte nochmal was zu essen. Er ist sehr hungrig. Und er hat die Tür automatisch wieder zugemacht. Das ist schön. Nee, hat er nicht. Oder? Doch. Ja, das ist echt nicht nennenswert gewesen, was der mitgebracht hat. Blöder Tauschhändler. Es ist jemand an der Tür. Wir machen jetzt aber erst nochmal Essen. Dann kannst du mal, du stehst da ja sowieso gerade, kurz zur Tür gehen. Das ist wieder dieser Geizhals, der uns nichts geben will. Ganz bestimmt. Lassen Sie uns ein Geschäft machen. Ja, du willst ja immer nur ganz viel Zeug und bietest dafür aber irgendwie nichts. Was haben wir denn Schönes? Wir brauchen Essen. Konservendosen. Ich hätte gerne Konservendose. Was möchtest du dafür? Was können wir dir anbieten? Wir können dir anbieten, Kaffee. Unseren Schatz. Unseren Alkohol. Oh, Alkohol ist scheinbar gut. Das heißt, wir können den Schatz... Moment, wir gucken mal, okay, Alkohol und Schatz ist also ausreichend. Es ist sehr großzügig. Dann will ich noch eine Dose. Und wenn wir dir jetzt den Kaffee dazu geben? Kaffee ist scheinbar echt nichts wert. Und hier Tabak? Gut, wir können uns einigen. Gut, das ist schon mal nicht im Sinne von sehr großzügig. Das ist gut, das ist wirklich gut. Dann haben wir nämlich schon mal wieder zwei Konservendosen, was zu essen. Das machen wir jetzt auch mal. Nein, wir brauchen sonst nichts mehr. Mach's gut, auf Wiedersehen. Dann machen wir die Tür zu. Du darfst dann jetzt einmal essen gehen. Du gehst bitte schlafen. Das ist eine einzige Katastrophe hier. So, wir müssen sicherstellen, dass wir genug zu essen für alle haben. Ja. Wir haben gerade Konservendosen eingetauscht, in der Hoffnung, dass das irgendwie eine gute Idee war. Und ich fände es ja gut, wenn irgendwie mal einer langsam gesund werden würde. Ich weiß. Wir haben vorher, glaube ich, auch nicht so lange gebraucht, um wieder gesund zu werden, ne? Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich so ist, wenn die Hunger haben, werden die nicht so schnell wieder gesund. Sollte aufgrund letzter Nacht ausschlafen. Ja, wir haben auch nur ein Bett, zwei Betten. Ich glaube, wir brauchen noch ein Bett.
Das wäre ganz günstig, wenn die jetzt alle dauernd krank sind und so weiter und so fort. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas bauen können. So, wir werden wieder ihn hier plündern schicken. Auf jeden Fall. Dann kann er vermutlich einfach mal die Nacht schlafen. Muss er jetzt nur noch den Tag durchhalten. Wo läufst du hin? Du sollst bitte dort. Haben wir schon in dem Schrank nachgeguckt? Nee, wir haben noch gar nicht in dem Schrank nachgeguckt. Machen wir gleich mal. Wir können absolut gar nichts Sinnvolles machen. Gut, dann geh bitte einmal in dem Schrank nachschauen. Dass die das Fenster hier auch nicht zumachen. Aber gut, sie schlafen unter der Erde. Das heißt, da wird es jetzt nicht so extrem kalt. 16 Grad ist halt auch noch okay. Ist jetzt nicht super, aber es ist noch okay. Och nö, und der ist jetzt auch noch versperrt. Da hätten wir mal lieber oben den Schrank genommen. Können wir uns denn Dietrich machen? Ich will ihn jetzt nicht rennen lassen, weil man sieht ja, er läuft auch nicht mehr so gut. Also ihm geht's echt mies. Eigentlich. Also er wird die Nacht durchschlafen können. Das auf jeden Fall. Und wir brauchen echt. Also Essen haben wir jetzt wieder erstmal irgendwie für einen Tag oder so. Und zur Not müssen wir tatsächlich anfangen, die Leute alle auszurauben. Waffen. Messer. Oh, wir können uns ein Messer bauen. Es war mal ein Küchenutensil, doch nun ist es eine gefährliche Nahkampfwaffe. Das stellen wir uns. Nein, das stellen wir uns jetzt mal her. Das lassen wir dann aber hier, glaube ich, damit die sich verteidigen können. Also ein bisschen Waffe ist glaube ich, immer ganz gut. So. Und dann machst du bitte noch einen Dietrich. Und das nehmen wir den mit oder? Ja, wir nehmen den mit. Der Tag ist eh bald vorbei. Unsere Sachen. Wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben ein Radio hergestellt und hören es gerne. Uns fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte uns dabei helfen, die Schrecken des Krieges. Ja, wir haben ein Buch gefunden. Uns fehlt es an Zigaretten. Einige Löcher an unseren Wänden wurden mit Brettern zugenagelt, aber es ist immer noch nicht sicher genug. Es verändert sich also auch, je nachdem, wie es gerade läuft. Also wir haben jetzt hier auch Bücher. Also ein Buch. Je mehr Bücher wir haben, desto besser. Also wir werden sie auf jeden Fall nicht als Brennstoff verwenden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Weil, weiß nicht, kannst du die nicht vielleicht irgendwie lesen oder so? Wenn du dich da jetzt auf diesen Stuhl setzt, kannst du dann das Buch lesen? Oder entscheidest du dich selbstständig, wann du es lesen willst? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ist nur eine Fleischwunde. Ach, das ist ja schön. Ja, helfen die Kräuter gegen Verletzungen? Moment, das gucken wir mal kurz nach. Manchmal helfen sie, manchmal nicht, besser als gar nichts. Werden verwendet, um Wunden zu verbinden. Wenn sie krank werden, ja. Also, sie sind ja nur leicht krank. Wenn er richtig, also wenn sie richtig krank wären und so und richtig verletzt, dann würde ich die Sachen auch benutzen. Aber ja, ich glaube, wir lassen das Messer tatsächlich lieber hier, um das, was wir besitzen, zu verteidigen. Die Nacht. Du gehst schlafen. Eindeutig. Du gehst plündern und du gehst bitte Wache halten. Gibt man hier auch eine Erklärung, was schlafen ist? Nö. Okay, das Reisebüro hat sich eindeutig nicht gelohnt. Dann probieren wir einfach mal die Kirche, oder? Nehmen wir das Krankenhaus. Oder aber da wird ja, also eins von den beiden machen wir jetzt, weil in beiden Fällen, ja, Olegs Schicksal ist unbekannt und hier ist auf jeden Fall ein Doktor. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns mit dem anfreunden. Und man kann ja, glaube ich, auch, also am Anfang, wenn man da Teams auswählt, sind noch mehr Plätze frei. Vielleicht kann man auch noch andere Teams auswählen. Das heißt, wir gehen hier hin. Ach so, Moment, habe ich das jetzt, dich nehmen wir mit, du stehst Wache, du schläfst. Wir gehen ins Stadtkrankenhaus und bereiten uns mal vor. Was nehmen wir denn mit?
Ja, die wertvollen Sachen haben wir im Prinzip alle schon verbraucht. Ich glaube nicht, dass da so unglaublich viel Schutt rumliegen wird. Das heißt, wir nehmen nur den Dietrich mit. Wird hoffentlich funktionieren. Ich hoffe es. Nur noch mehr solche Pleitenächte können wir uns echt nicht erlauben. Es soll noch im Betrieb sein. Vielleicht ist das nur ein Gerücht. Ja, das werden wir jetzt ja feststellen. Erstmal die Mülltonne durchsuchen. Oh, eine Konservendose. Du bist ein. Ja, oh Gott, das ist eine Konservendose. Wie toll. Ja, das, also, ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal zufrieden mit dem Tag. Ne? Also mit der Nacht. Wir haben eine Konservendose gefunden, wo offenbar auch noch irgendwas drin ist. Sonst hätten wir sie nicht mitnehmen können. Glaube ich. Hoffe ich. Das ist alles Schrott, alles Schrott, alles Schrott. Einmal hoch. Ja, da hinten fängt der Teil an, wo man irgendwie alles Mögliche klaut. Abend, falls Sie irgendwelche Medikamenten oder Bandagen haben, kaufe ich es Ihnen. Ja, wir können ja mal mit dir sprechen. Hallöchen. Was willst du? Du hast nichts Interessantes. Sandu. Mich würde ja mal echt interessieren, wer diese Leute auf den Fotos sind. Das wollen wir alles nicht und unsere Bandagen brauchen wir selber. Es tut mir leid. Wir können ja mal durchgehen. Ein OP-Saal. Wenn Sie kein Interesse haben, uns zu stören, wieso uns zu helfen, wieso stören Sie dann? Ja, weil wir Zeug brauchen. Wir sind kurz vorm Hungertod, so ungefähr, gefühlt. Und ja. Gut, es gibt andere, denen geht es eindeutig schlechter. Das wollen wir jetzt mal gar nicht anders behaupten. Was haben wir hier? Irgendein Typen. Hi, irgendein Typ. Wie nehmen Sie sich bitte? Sie sind in einem Krankenhaus. Oh, wir können irgendwas mit ihr machen. Sie sehen nicht so aus, als bräuchten Sie meine Hilfe. Ach, heißt das tatsächlich, dass wir hier hingehen können und uns irgendwann mal heilen? Ja, Mensch, das ist ja toll. Das ist ja echt toll. Niemand sollte den Krankenschwestern eine Medaille geben. Das heißt, wenn wir mal wirklich so richtig arm dran sind, dann können wir hier vielleicht irgendwas machen. Da können wir einen Dietrich benutzen, wenn wir irgendwas klauen. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Ich werde erstmal gucken, was wir hier so haben. Ach, die Zeit ist aber auch immer knapp. Das ist furchtbar. Wo laufen wir gerade überhaupt lang? Wo bist du? Da. Geh mal da weiter, bitte. Ich frage mich, ob diese Gebäude leer stehen. Und wenn wir ihr Zustand verschlechtern, werden wir ihnen helfen. Alles klar, gut. Das ist allein auch schon eine tolle Information. Wir haben eine Konservendose gefunden. Ich meine, eine Konservendose. Das ist extrem gut. Was haben wir hier? Irgendeinen kranken Typen. Hi. Ah. Sollte noch diesen Patienten sehen. Hier ist alles nichts. Dann gehen wir nochmal hier unten gucken. Hopp, lauf mal schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Nee, hier ist nichts. Hier können wir irgendwas lesen. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Ein Auszug des Schadensberichts nach einer der Bombardierungen. Allgemeinchirurgie 32 Patienten, 3 Tote, 12 Verletzte. Neurologie 13 Patienten, 0 Tote, 2 Verletzte. Kinderabteilung. Es gibt tatsächlich noch Kinder hier. Also abgesehen von den beiden, denen wir mal geholfen haben. 34 Patienten, 32. Oh Gott. 32 Tote, 12 Verletzte. Das heißt, es sind fast alle Kinder gestorben. Intensivstation. 55 Patienten, 9 Tote und 10 Verletzte. Scheinbar hat es die Kinderabteilung am schlimmsten erwischt. Ja. Scheinbar schon. Gut, dann gehen wir bitte hier gucken. Nichts, was wir brauchen können. Was ist hier drin? Essen. Sorry, aber das müssen wir jetzt mitnehmen. Das ist jetzt notwendig. Und hier oben konnten wir noch irgendwas aufbrechen. Geh da mal bitte hoch. Versuchst du uns zu bestehlen? Nein, ich hab's schon gemacht. Ich versuche es nicht nur. Aber ich nehme nur so viel mit, wie zwingend notwendig ist. Ich will wissen, was hier drin ist. Na, nichts Interessantes eigentlich. Gut, dann werden wir jetzt einfach nochmal schauen, dass wir den Schutt hier ein bisschen durchsuchen. Und auf jeden Fall diesmal rechtzeitig nach Hause gehen. Du wirst kein Problem damit haben, wenn ich hier diesen Schutt durchsuche. Alles mitnehmen. Dann hier runter. Oh ne, wobei hier runter. Also wenn mir das. Du bringst mich um.
Junge! Geh, solange du das noch kannst. Ja, hab ich vor. Danke. Was soll das jetzt? Hilfe. Ich rufe nach Hilfe. Ach, das ist so ein Überfall. Ja, ich gehe ja schon. Das ist irgend so ein blöder Militärtyp, der beschlossen hat, hier die Leute zu überfallen. Nächstes Mal bringe ich dich über um. Ja, toll. Das habe ich nicht mitgekriegt, dass der gekommen ist. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung, wir gehen aber nach Hause. Tödlich verletzt, Jana, ganz toll. Ganz, ganz toll. Das ist ja richtig gut gelaufen. Meine Güte. Der kriegt jetzt erstmal Bandagen. Ich kann nicht mehr. Nein, jetzt stirb bitte nicht weg. Das wäre ganz furchtbar. Wir wurden ausgeplündert. Ja, toll, das läuft ja alles richtig gut.